Dann schnell weg hier. Raus, raus. Und irgendwo was zu schlafen suchen. Also ist machbar. Ein bisschen schmerzhaft. Vielleicht sollten wir auch ein wenig weniger zaubern. Und halt nur, wenn wirklich die härteren Jungs kommen oder ganz viele von den einfachen, dass wir dann auf die Zauber zurückgreifen. Weil eigentlich müssten Pfeil und Bogen so schon ganz gut was ausmachen. Was kann ich euch bringen? Wir würden gerne schlafen. Gute Nacht. Also ja, wir hätten auch einfach auf der Straße schlafen können, sobald die Gefahrenanzeige unten grün ist. Also sogar bei Gelb, aber dann halt Gegner kommen können. Aber das ziemt sich nicht so wirklich. Ne? Also, wir sind Helden, wir sind die Herren von Harmondale. Wir schlafen nicht auf dem Fußboden aus, das muss sein. Und jetzt gehen wir runter und töten augenlose Viecher mit Krallenhänden. Da. Da. Und, da sind noch stärkere dabei. Troglodytenkönigin. Ja. Au. Ich denke, da wird Leia ein wenig heilen müssen. Wenn sie dazu noch kommt. So, heilen. Dich. Nicht gut. Das sind zu viele. Das tut irgendwie weh. Komm schon, einer muss gleich umkippen. Du heil dich. Du zauberst. Du nimmst einen Heiltrank und gibst ihr das. So. Ja, ein paar sind angeschlagen. Das sieht gut aus. Wenn denn mal demnächst einer umkippen würde. 13. Oh nein. Oh oh. So, du wieder ein Heiltrank. Wir sollten demnächst neue Heilträge machen. Komm, 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 komm. Au. Kippt doch mal endlich einer um von euch. Da hinten ist er sehr angeschlagen. Aber ich kann auf den da hinten nicht gezielt zaubern. Also das grüne Zipfelchen da hinten, das müsste ich treffen. Aber wenn ich jetzt so mache, das Zipfelchen ziehe, wird die Königin davor getroffen. Oh, da ist noch einer. Du, sie. Wir können uns nicht noch mehr im Fahrstuhl verkriechen. Aha, Königin tot. Sehr gut. Und Soldat tot. Und wir müssen gleich wieder schlafen. Das tut irgendwie weh. Der flieht. Muss nur noch die Königin hier sterben, aber die ist noch ganz schön voll. Komm, volle Breitseite. Oh, da war auch noch ein Soldat drin. Komm, 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 komm. Oh, 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 oh. Nicht. Lay. Oh. Wo ist die Königin? Da. Die Königin ist fast tot. Okay. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Nein, warum fliehst du? Du haust gefälligst nicht ab. So. Alles mit. Wir haben Ruhe. Okay, raus. Also ja, mit dem Bogen könnte es auch klappen, wenn die ganz dicken nicht dabei sind. Aber dazu brauchen wir auch Platz. Wir müssten rückwärts laufen können und so weiter. Das ging ja eben gerade nicht so wirklich gut. Also zurück zur Taverne. Der wird sich dumm und dusselig an uns verdienen. So, geh aus dem Weg. Weg da! Weg da! Genau. Hau ab! Weg da! Weg da! Weg da! Irgendwie fühle ich mich drangsaliert von der Wache. Da. Was kann ich schlafen? 9 Fackelzauber. Nicht aus Versehen Feuerball schmeißen. Das würde nicht so gut ankommen hier. So. Und wenn wir hoffentlich gleich den Eingang frei haben, können wir auch ein bisschen freier handeln. Also kurz vorstoßen in die Höhlensysteme. Eingang sozusagen anstupsen. Die Troglodyten rauskommen und dann können wir uns zurückziehen.
Oder die stehen gleich vor uns. Aber das war nur einzelner. Okay. Wir benutzen nochmal so eine Rolle. Da ist einer. Er ist ein Soldat, okay. Kaputt. Das ist ein normaler. Den können wir sogar verprügeln im Nahkampf mit den Magiern. Okay. Du kommst mit. Da scheint eine Gruppe zu sein. Genau. Aber auch nur noch. Wo willst du hin? Oh. So. Oh, da ist eine Königin. Ah, und ich sehe wieder ganz viele rote Punkte auf dem Radar. So, du bist normaler. Kaputt. Oh, oh. Rückwärts. So, ein, zwei von euch sind ja okay. Na, zwei. Da war noch einer. Ach, da ist es verschwunden. Achso, die hatten ganz wenig Lebenspunkte. Oh, eine Herzader. Ja, ist eine Mine, ne? Gucken wir mal. Ja, sehr gut. Also ist nicht eingestürzt, das können die nämlich auch. Oh. Lauf. Na komm, so. Jetzt können wir hier schön Schritt für Schritt jeden dieser Seitengänge auf der Karte abklappern. Aber es ist mir ein Ticken zu dunkel. So, und das hier wird der Tunnel nach Niggin sein. Nichts wie raus hier. Den wir nicht benutzen sollten. Aber jetzt schon könnten. Ja, aber das will ich euch nicht zeigen. Das. Nee. Reingehen und instant die ganze Gruppe total wipen ist nicht so toll, wie es sich anhört. Oh. Sind wir auf dem richtigen Weg? Ja. Was sind viele? Wo ist. Ausgang ist hier lang. Überall Blut auf dem Boden. Oh, und keine Mana mehr. Das tut irgendwie weh. Kriegen wir noch einen kaputt. Das tut irgendwie weh. Oh. Glücklicher Treffer von Gerogon. Ja. Oh. Komm, 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 komm. Oh. Ja, töte sie. Ich brauche Hilfe. Das tut irgendwie weh. Das klingt kein bisschen dramatisch. So. Sehr schön. Ich glaube, wir könnten schon fast am Eingang schlafen, wenn wir noch ein, zwei umbringen. Oh, Kisten. Da sollten wir definitiv vorher schlafen. Nee, hier können wir nicht schlafen. Lay hat leider nicht genug Mana zum Heilen. Oh, da ist eine Königin bei. Hm, warte mal. Wir haben doch Mana-Tränke. Und Mana-Tränke und runden wir sie in den Kampf. Hauen. Töten. Bloß nicht Lunera treffen. Hilfe! Oder Zalalan treffen. Das könnte nämlich richtigen Tod bedeuten und nicht Bewusstlosigkeit. Zonk. Okay, Glück gehabt. Ja, gleich kippt sie auch um. Komm, lauf weg. Oder stirb. So. Aber leider noch nicht grün, die Anzeige. Vielleicht hier in so einem Seitengang, ganz rechts in der Ecke? Nein. Na gut, wieder hoch. Aber wir kommen gut voran. Haben auch schon ein bisschen Geld eingesammelt. Nicht so wirklich viel. Aber ich denke mal, die Kisten werden das meiste ausmachen. Also die Kisten und der Auftrag selber. Also ich gehe davon aus, dass der Zwerg, der uns angehört hat, auch uns dafür entschädigen wird. Er schien ja wenigstens etwas sympathischer zu sein als der König. Es war wirklich ein wenig dreist. Hier ist also die Lords von Harmondale. Hm? Aber muss zugeben, wir sehen jetzt auch nicht so beeindruckend aus. Und auch nicht wirklich wie Lords. Wir sind eher ein Haufen Abenteurer.
Was kann ich euch bringen? Gute Nacht. Schlafen. So. 7 mal 55 Gold. Ja, jeder Weg zurück zur Taverne bedeutet 35 Gold kosten. Zing. Aber was kriegen wir hin? Weil ich fände es ein wenig albern, wenn wir ganz viel Gold machen und trotzdem auf dem Boden schlafen würden. Also später werden wir es wahrscheinlich trotzdem machen. Aber wenigstens jetzt am Anfang versuche ich noch ein wenig an sowas festzuhalten. Kiste. Hm, okay. Das tut irgendwie weh. Ups. Okay. Na, 500, 600 Gold. Du heilen sie. Oh, Königin. Hilfe! Yeah. Lass uns mal einen richtigen Kampf suchen. Das war gerade ein richtiger Kampf. Hat fast nur Nera gewonnen-hittet. Ich wüsste nicht, was richtiger sein kann. Das klang jetzt falsch. Oh. Achso, ich wollte mehr schießen. Hm? Genau. So, noch eine Truhe. Gegner in der Nähe. Nicht so ganz. Okay. Ich werde sie alle töten. Das. Mein Fehler. Mein Fehler. Das wird sehr, sehr toll. Oh. Das erkenne ich nicht. Das Ganze für ein bisschen Kleinkram. Nicht gut. Gar nicht gut. Yeah. Okay, raus hier. Ich will jetzt nicht sterben, das ganze Gold wieder verlieren. Hoffentlich haben wir überhaupt genug Gold, um ihn wiederzubeleben. Wäre nicht so schön. Also Kisten sollten wir wohl doch die Finger von lassen. So lange, bis wir eine Erdmeisterin haben. Also Erdmagiemeisterin. Wie kann ich euch helfen? 1200 Gold. Ja. Was hilft uns jetzt am meisten? Ja, komm, nehmen wir Lunanera. Der Schwarm ist ja doch ganz praktisch und braucht nicht so viel Mana. Passt auf euch auf. Ja, tun wir. Übel, übel. Wir müssen jetzt 2400 Gold machen, nur um unsere Helden wiederzubekommen. Ja. Was kann ich? Gute Nacht! Wir können mal kurz runtergucken. Wir sollten keine Kisten mehr öffnen. Und dann einfach hoffen, dass wir mit den zwei jetzt das einigermaßen schaffen, da unten aufzuräumen. Und dann für den Auftrag sehr viel Gold bekommen. Ganz schöner Rückschlag. Im Notfall müssten wir irgendwie zurück nach Harmondale und da dann wieder ein paar Goblins töten. Und wir haben kein Licht. Und wir haben alle Fackelzauber verkauft, richtig? Können wir nicht mehr lesen, was es war. Und die Rüstungen sind kaputt. Und... ja. Da waren wir schon. Bei der Kiste. Das Blut da könnte unseres sein. So, hier waren wir auch schon. Ja, es scheint nur noch das hier zu geben. Ich höre was. Aber ich sehe nichts. Ah, da. Oh. Lauf, lauf, lauf. Erster Tod. Zweiter Tod. Komm schon, gib mir gleich eine grüne Anzeige. Zwei Kisten. Da ist bestimmt viel Gold drin. Ich könnte mir das ganze Rumgelaufe sparen. Es darf... Oh. Es darf nur nicht Lunanera nochmal sterben. Nee, komm. Wir räumen erstmal hier auf. Ich glaube, hier oben waren noch ein paar. Oder auch nicht. TPI. Okay. Oh, die Anzeige ist grün. Fällt mir gerade auf.
Das heißt, wir können jetzt doch wieder dahin. Also es sind alle Trudelüten tot. Das heißt, wir könnten zum Auftraggeber zurückgehen. Aber ich will die Kisten haben. Und Gerugon wird nicht sterben, der hat genug Lebenspunkte. Lunanera, es wäre ärgerlich. Es wäre wirklich ärgerlich. Aber ich hoffe einfach mal, dass die eine Kiste jetzt wesentlich stärker war als alle anderen. Oh, die Anzeige ist wieder gelb. Oh, hier, oh. Es waren doch noch nicht alle. Und das sind sogar Soldaten. Ja, Sackgasse. Komm. Und sie hat keinen Mann mehr. Oh, da ist noch einer. Jetzt ist wieder grün. Goldader. Und nix. Okay, wir schlafen auf dem kalten, harten Boden. Mit zwei toten Kameraden neben uns. Kriegen ein schönes Herz. Versuchen jetzt die Kisten zu plündern. Und gehen dann zum Auftraggeber zurück. Ja, das war jetzt fast gar kein Schaden. Und 1250 Gold, das wir nicht wirklich benutzen können, weil sie tot ist. Das erkenne ich nicht. Ja. Nochmal schlafen? Bitte, 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 bitte. Ich werde sie alle töten. Mein Fehler. Das ist eine Kiste, die kannst du nicht töten. Ich würde gerne helfen. Ein Dreizack. Ja, nee. Also, die Kisten lohnen sich nicht so wirklich hier. Schlafen, so. Okay, wir gehen jetzt zurück zum Auftraggeber. Wir hoffen dann, dass wir 2116 Gold bekommen. Und ja, wenn nicht, werden wir irgendwo anders Gold herbekommen müssen. Also es gibt ja noch diesen einen Wasserfall hier, den ich recht verdächtig finde. Ich denke mal, da könnte irgendwas von den Zwergen hinter sein. Oder in ein, zwei der Häuser einbrechen. Allerdings sind das wieder Kisten, die wieder mit Fallen bespickt sein könnten. Was echt nicht schön wäre. Kriegen wir eine Ermäßigung, wenn wir hier eure Mine befreien? Nee. Wir hätten eventuell nach Harmondale zurückgehen können. Und wo war der Auftraggeber? Ich glaube hier lang. Wir hätten eventuell nach Harmondale zurückgehen können. Da müssten wir wirklich bessere Preise bekommen. Haken ist allerdings nur, dass die Reise dann recht lange dauert. Und je länger man wartet, desto teurer wird es, wenn ich mich recht erinnere. Das heißt, die beiden werden jetzt noch teurer werden als... Ja, Lunanera. Ohne Fleiß kein Preis. Oh. Könnten ausbilden werden. Nein, aber das will ich gar nicht. Ich wollte eigentlich zum Auftraggeber. Ich dachte, der wäre hier irgendwo gewesen. Hier vielleicht? Hier waren ganz viele Fässer. Nein. Privathaus. 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 Nö. Okay, im Westen war nicht. Osten durch. Ich weiß, wir hatten irgendwo einen Alchemisten und einen magischen Kinkerlitzchenhändler gefunden. Genau hier. Dahinter war der Auftraggeber. Hier? Nein. Scheint die letzte Tür. Lasst mich vorbei, ihr Zwerge. Verschwinde! Verschwinde! Ja, das sieht gut aus. 2800. Oh, sehr schön. Alle weg, in den Tunnel nach Nigon zurückgetrieben, ausgezeichnet. Jetzt können wir sofort mit den Minenarbeiten fortfahren. Vielen, vielen Dank für eure Hilfe. Nehmt dies als Belohnung für eure Dienste. Sehr schön. Also die Belohnung für unsere Dienste ist, dass keiner mehr tot ist. Das klingt irgendwie auch komisch. Aber uns soll es recht sein. Wir haben Erfahrungen gemacht. Also unsere Helden haben Erfahrungen gemacht und ich habe Erfahrungen gemacht, dass wir Pfoten von den Kisten lassen sollten. Wie kann ich euch helfen? Oh, und es kostet doch nur noch 1200. Also ist entweder nicht genug Zeit vorangeschritten oder ich habe mich da geirrt. So. Passt auf euch auf. Und alle haben ein Level up und wir sind bei minus 40 Ruf. Beliebt? Wie jetzt? Okay. Komisch. Oder wir haben vielleicht einen temporären Boost bekommen, weil wir die Aufgabe erfüllt haben. Nun gut, so oder so, erstmal Zeit zum Abspeichern und dann sehen wir uns gleich wieder.